sind Energiekugeln. Das, was du auf den Fotos siehst, oder diese Kugel, ich sehe die nicht immer, aber ab und zu, aber immer muss ich hier schauen und dort sehe ich die, okay? Ich sehe die nicht gerade. Du kannst die fotografieren. Viele Leute fahren nach Peru, weil dort kann man die am besten fotografieren, angeblich. Blödsinn, du kannst die auch hier fotografieren. Orts genau. Sind Energiekugel der Liebe. Das hat mit Seelen nichts zu tun. Okay. Also bei mir im Garten ist ja voll davon. Ich zeige dir das. Ich habe es gestern gemacht. Meine liebe Maria, ich weiß nicht, ob man das lesen kann. Ja. Orbs sind Energiekugeln, Energie der Liebe, Unterstützung, Harmonie und Heilung. Das ist reine Energie, das hat mit Seelen nichts zu tun. Und die Orbs, die lieben uns. Die lieben uns und die wollen wahrgenommen werden, ja, weil die uns diese Energie der Liebe, Harmonie, Unterstützung geben wollen. Und wenn die sich zeigen, dann ist das, dass die ganz einfach wirklich so nah zu dir sind. Das, was du hier siehst, das sind auch Orbs. Mhm. Ich habe es mit Pastellkreide, diese Orbs, jahrelang gemalt. Weil die kann ich nicht so als mit Spachtelmasse machen. Die kann man malen und das sind die Bilder, die ganz einfach durch die Decke gehen. Die Orbs sind, und wenn die sich dir zeigen, was wollen die dir beibringen, no? Naja, die Orbs sind ja die reine Liebe-Energie, hast du ja gesagt. Und reine Liebe-Energie, Harmonie, Unterstützung, das ist genau. Ein Powerkugel von dieser Energie. Ja, die sind ja wirklich tatsächlich bei Vollmond so sichtbar, dass ich denke, ich stehe in dir einem... Dir sichtbar, okay? Mir sichtbar. Ja, ich sehe sie auf jeden Fall, als würde ich in einem Meer davon stehen. Das ist nicht nur eine oder zwei oder fünf, sondern das ist wie, als würde ich um mich herum komplett sind die da. Und ich habe einmal ein Foto gemacht, in eine Gruppe gestellt, da hat jeden Mann gesagt, hast du das durch die Scheibe fotografiert? Habe ich gesagt, nein, ich habe das wirklich im freien Feld ohne Photoshop, ohne nichts fotografiert. Und die zeigen sich tatsächlich, das war wie, als würde ich da drin stehen und schwimmen in so einem Meer von diesem Kugel. Und die haben ja innen drin auch noch so, also man kann tatsächlich, wenn man es ganz nah macht, siehst du dann tatsächlich noch innen drin das Innenleben. Aber ich habe immer gedacht, das sind jetzt die verstorbenen Seelen. Also so, damit habe ich es verbunden. Das war mein Denkfehler. Aber jetzt vielen Dank, dass du mir das jetzt gesagt hast, dass es tatsächlich so ist. Ich rede darüber sehr gerne, weil du kannst keine klare Aussage, wenn du googlest, bekommst du wirklich keine klare Aussage, was Orbs sind. Ja. Genau. Und ich beschäftige mich damit schon seit, jetzt werde ich lügen, 10 Jahren. Ich habe aber auch an Leute, stell dir vor, ich mache eine Ausstellung vor 2 Jahren in einem Rathaus. Amt. Und nicht aus Versehen, aber das war so Impuls. Ich habe 2 Bilder mit Orbs mitgebracht. Und dann stelle ich, das sind 2 Stockwerke gewesen, Flur in 2 Stockwerken, und ich stelle dort die 2 Bilder, und jetzt kommt aus einem Büro ein Mann um die 55, 60 und sagt, das sind Orbs. Stell dir das vor, in einem Amt. Ja? Und ich habe gesagt, ja, freilich sind das Orbs, du kennst dich aus. Ja, freilich, ich fahre jedes Jahr nach Peru, die fotografieren, und wir haben ein tolles Gespräch, halbe Stunde gehabt, wo er mir wieder geholfen hat mit bestimmten Erklärungen. Und er hat von allen meinen Bildern ganz genau sagen können, ein Mann von Amt, sagen können, was für Energie da drinnen ist. Ja? Ein Bild gesehen, er sagt, genau so steigt die Energie hoch. Ja? Bild heißt aufgestiegen. Ja? So steigen die Energien hoch. Und du findest Leute, die sich auskennen, aber dieses Wissen ist nicht in Wikipedia, ist nicht in ich weiß nicht wo, sondern es muss man wirklich dort und dort und dort und dort suchen und verbinden. Und Orbs, das ist meine Herzensangelegenheit. Und wenn sie dir zeigen, nutze die Energie von dem
nutze es. Ich weiß nicht wie, scheißegal, du weißt das, weil dieser Impuls kommt. Wenn du die Orbs fragst, wie ihr habt euch mir gezeigt, wie könnt ihr mir helfen, bitte zeig mir das, das kommt. Nutze es, weil das ist ein riesiges Geschenk. Weißt du, ich sage immer meinen Klienten und sage immer, du kannst auch Liebesenergie bündeln, ohne zu wissen damals, dass es die Orbs gibt. Habe ich gesagt, du kannst energetische Liebeskugel bündeln und tatsächlich versenden an einen Absender, wo du sagst, der wird mit mir gar nicht kommunizieren wollen. Dann kannst du einfach die Liebe schicken. Du tust ihm nichts Negatives, du verschickst reine Liebe, reine absichtslose Liebe, vor allem absichtslose Liebe, einfach als Liebe gesendet, absichtslos, ohne fokussieren, ob der wieder mit dir redet oder nicht. Das ist wurscht. Es wirklich wichtig ist, es wegzusenden und frei fließen zu lassen als Liebe. Und da denke ich mir, viele können sich vorstellen, und das war ja diese Form, wo ich gesagt habe, bilde mal so Liebeskugel, wirklich in Form von goldenem Licht. Stell dir das richtig vor, bevor du das sendest, und steck da Liebe, Liebe, Liebe. Keine Gefühle, keine, nichts. Vor allem absichtslos. Genau. Und erwartungslos. Absichtslos, erwartungslos, ohne jegliche Manipulation, nichts. Genau. Ganz einfach nur Liebe schicken, loslassen, Ende. Genau. Ja, ja, genau so, so und das immer wieder. Und ich habe gesagt, und das von alleine verwandelt. Ja, ja. Genau. Und das ist deine Thema Orbs. Ja, ich finde... Jetzt mal Aufzeichnung aus. Ja, wir zeichnen jetzt.